So, hallo liebe YouTuber. Wir haben hier einen schönen Stirling-Motor fertig bekommen. Den haben wir gebraucht, gekauft. Den haben wir jetzt komplett aufgearbeitet, neu poliert, frisch poliert. Wir haben das Schwungrad, mussten wir auch abdrehen. Das war ein bisschen am Eiern. Ja, wir haben eine schöne Holzplatte angefertigt. Ist wirklich schön geworden. War kein richtiger Brenner bei. Wir haben noch einen Brenner angefertigt dafür. Das ganze Modell haben wir halt komplett poliert, das schön aussieht. Wir haben hier so eine kleine Riemenscheibe noch angefertigt, weil die Welle war so lang und das sieht da nicht aus, wenn da so eine lange Welle rausguckt. Was können wir da machen? Haben wir einfach eine Riemenscheibe angefertigt. Kann man auch zur Not was mit antreiben. Ja, nur das Problem, wie gesagt, der Motor lief ganz schlecht. Mit Riesenhitze. Wir mussten da einen Riesenbrenner dran halten, dass der überhaupt lief. Und dann haben wir gesagt, was ist das für ein Problem? Kann ja mal falsch eingestellt sein, aber hier kann man nichts einstellen. Der ist vorgegeben. Licht am Kolben, Licht irgendwo was undicht. Dann haben wir ihn erstmal komplett zerlegt, haben uns alles angeguckt. Haben wir zusammengebaut, haben Graphitkolben angefertigt und er lief immer noch. Er lief zwar dann ein bisschen besser, aber immer noch mit großer Hitze. Ja, jetzt Ende vom Lied haben wir festgestellt, das System ist super dicht, aber der Verdrängungskolben hatte im Zylinder hatte er zu viel Spiel. Das heißt, wir haben es dann ausgebaut, wir haben den Kolben in den Zylinder reingelegt und da war so viel Spiel, der hat da so geschlackert. Und bei so Stirling-Motoren ist immer wichtig, die müssen unheimlich genau oder passgenau angepasst werden. Das darf höchstens eine Luft haben von vielleicht 2 mm, sage ich mal so, ganz frech jetzt mal. Wir haben jetzt wirklich, wir haben das Ganze in Zylinder und hier den hinten, dann haben wir alles komplett in ein Durchmesser aufgedreht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das waren, 21,6, glaube ich, weiß gar nicht mehr genau. Ja, und dann haben wir das auch gleichmäßig gemacht, weil das war ungleichmäßig. Das war so groß, das war so groß, das geht gar nicht. Wie gesagt, wir haben dann 9 Verdrängungskolben aus Zigarrenhülse haben wir dann oder neu angelegt oder neu konstruiert. Jetzt habe ich es neu hergestellt, weil umso leichter so ein Kolben ist, umso besser laufen die Motoren dann sowieso. Und wie gesagt, muss wenig Spiel haben. Und das war das Problem. Wir haben, wie gesagt, neue Welle angefertigt. Wir haben den Kolben angefertigt. Der hat jetzt ganz wenig Spiel. Da müsst ihr nur aufpassen, dass er halt vernünftig gerade läuft. Sonst schlackert der, ratscht der im Zylinder, wenn das so genau ist. Vielleicht hat er das Problem gehabt, dass er immer so ein Geräusch hatte und deswegen so groß. Ich weiß nicht warum. Wie gesagt, das war das Problem. Wir können ja mal anfahren. Ja, manchmal sind das nur so Kleinigkeiten. Er hat ihn wirklich gut gebaut. Ich ziehe meinen Hut vor so Leuten, die sowas bauen. Auch mit der Umsetzung, mit dem Hebel, Konstruktion. Man kann ihn nicht verstellen, der ist vorgegeben. Also man konnte ihn nicht falsch einstellen oder sowas. Aber das Problem ist halt, der Spiel war zu groß im Zylinder. Verdrängungskolben war viel zu klein. Hat er zwar auch gut gemacht, hat er aus Alu, der war auch hohl innen drin, aber auch leicht. Das ist auch immer wichtig. Verdrängungskolben müssen sehr leicht sein. Wie gesagt, ziemlich dicht im Zylinder und ziemlich leicht. Umso mehr, umso besser laufen die Motoren mit wenig Energie. Ja, wir haben uns halt mal die Gedanken gemacht, was könnte es denn sein, und wir haben es hinbekommen. So, wir haben jetzt natürlich erstmal angefahren, ist noch alles kalt, kann natürlich auch einen Moment dauern. Wir haben auch nur eine kleine Hitze jetzt. Na gut, müssen wir einen Moment mal warten. Aber ich bin sehr zufrieden, dass er jetzt mit einer kleinen Hitze läuft. Eins, was ich persönlich vielleicht noch anders gemacht hätte bei der Herstellung, hat jetzt keine Kugellager eingebaut. Hat das Ganze mit einer Alu konstruiert, einfach eine Welle durch, eine Achterwelle durch. Das hätte ich vielleicht anders gemacht. Ein schönes Kugellager rein, dann läuft das ganz leicht alles. Ja gut, das wollten wir jetzt nicht komplett ändern. Wir wollten jetzt nicht komplett andere Halter noch bauen und wir haben jetzt so gelassen quasi. Dann würde er wahrscheinlich noch besser laufen, wenn da schöne kleine Kugellager reinkommen. Aber wie gesagt, er läuft schon mal ganz gut. Ich bin zufrieden. So, ihr merkt, er kommt schon. Und die Flamme ist wirklich, ihr seht, ja, ich weiß nicht, was man sehen kann auf dem Video, ist wirklich nicht große Flamme. Kann ja mal Licht ein bisschen ausmachen. Und das reicht den kleinen Modell schon. Wir können wahrscheinlich die Flamme gleich noch kleiner machen. So, wir wollen das Modell nochmal vorstellen. Wie gesagt, wir haben jetzt einige Baustellen, die werden wir jetzt fertig machen nach und nach. Ich habe eine Zeit lang wirklich nur Dampfmaschinen restauriert. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Jetzt wollen wir erstmal diese Motoren aufarbeiten. Wie gesagt, ich habe so viele Motoren noch rumliegen. Und ich habe noch einen großen Flammenfresser am Vierzylinder. Den wollen wir jetzt mal langsam anfangen. Ja, ist doch mal viel Arbeit, wenn man sich da Gedanken machen muss. Warum läuft der Motor nicht? Was könnte alles sein? Da muss man einiges umbauen, einiges ändern. Ja, ist doch ein bisschen Fuckelkram. Ich hatte jetzt einmal im Angebot, da wollte ich auch gar nicht viel haben für. Ja, und da sind die Leute so dreist und die sehen gar nicht, was für eine Arbeit da drin steckt, so einen Motor herzustellen und das Material und alles. Und dann kommen die her und wollen ein paar Euro geben. Also das kann ich gar nicht verstehen. Dann bleiben die Modelle lieber mir in der Vitrine stehen. Also ich habe einige
die wertschätzen sowas auch. Ist auch schön anzusehen. Aber so Leute, die nur da Preis drücken wollen und ach, das kann ich gar nicht verstehen. Also ich bin wirklich nicht von meinen Modellen, wirklich nicht teuer. Ich will da wirklich nicht viel haben. Man ist da wirklich lange dran. Man kann die Stunden da gar nicht zusammensetzen oder gar nicht zusammenrechnen, was da in Stunden draufgehen. Da wird mir jeder Erbauer, der so ein Modell baut, recht geben. Ja, und dann werden die da verhökert im Netz, das verstehe ich immer nicht. Naja, gut, ich kaufe halt immer Modelle, die dann etwas günstiger sind, aber haben halt auch ein Problem. Laufen nicht richtig, sehen nicht schön aus, da muss man natürlich viel ändern. Grundplatten, einen Brenner anfertigen. Ja, hier war halt der Kolben musste neu gemacht werden. Wir haben hier einen Graphitkolben angefertigt. Ja, wir haben hier doch einiges dran gemacht. Weil sonst laufen die nicht mit so wenig Energie. Ja, läuft wirklich wunderbar. Ich bin sehr zufrieden. Kleine Schwungscheibe haben wir noch angefertigt. Einen ganz kleinen Schlag hat die Welle weg. Wenn man außen jetzt guckt, ganz leicht ist am Eiern. Aber wie gesagt, das Schwungrad haben wir ruhig gekriegt. Das war Wüste am Eiern, das Schwungrad. Das hat das Schwungrad selber einen weg gehabt. Keine Ahnung, wie so ein Schwungrad so verbiegen kann oder von der Herstellung, ich weiß nicht. Naja. So, er hat jetzt einen Moment gelaufen. Wir wollen jetzt mal die Flamme wegmachen. Der sollte jetzt auch noch ein bisschen nachlaufen, das ist dann ein gutes Zeichen. Das System gut gebaut ist, System auch dicht ist, alles einigermaßen leicht läuft. Und wie gesagt, umso länger so ein Motor auch nachläuft, umso besser sind die gebaut. Aber wenn ihr so einen Motor habt, der gleich stehen bleibt, oh, dann müsst ihr euch Gedanken machen, hier läuft irgendwas zu schwer. System ist undicht, dass er nur mit großer Hitze läuft. Naja, gut, ist jetzt nur eine kleine Projektvorstellung, der ist jetzt fertig geworden. Jetzt gehen wir ans nächste Projekt, wir haben noch ein großen Stirling-Motor mit Zweizünder. Der wird jetzt fertig gemacht und dann wird er auch mal vorgeführt. Na gut, alles klar. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ich habe leider keins wie immer. Heute haben wir ja schönes Wetter draußen. Alles klar, bis dann erstmal. Schönen Samstag noch. Ciao. Großer Dampfmaschinenprofi.